Herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von RWO TV. Heute geht es gegen den Tabellenzwölften SC Wiedenbrück. Unsere Kleeblätter konnten im Jahr 2017 bisher alle Spiele gewinnen. Sollte das heute funktionieren, wäre das bereits der 6. Sieg in Folge. Ja, wann gab es das zuletzt? Ob das dann funktioniert hat, seht ihr in der Zusammenfassung. Bei mir ist jetzt Arnold Budimbu. Arnold, ihr habt euch in der ersten Halbzeit etwas schwer getan. Dann hast du den Ausgleich erzielt. War das so ein bisschen der erlösende Punkt für euch? Ja, ich denke schon. Also man hat gemerkt, dass wir schwer ins Spiel gekommen sind, dann früh das Gegentor bekommen haben nach einer Standardsituation. Aber ich denke schon, auch die Minuten davor, vor dem 1:1, haben wir dann versucht, wieder reinzukommen. Und ich denke, am Ende haben wir noch verdient gewonnen. Auch wir hätten noch 2, 3 Tore mehr schießen können, aber ich denke, das 3:1 war völlig in Ordnung. Du sprichst es schon an, ihr hattet viele gute Chancen, konntet die aber heute nicht so richtig verwerten. Woran lag's? Ja, schwer zu sagen. Vom Tor hatten ein bisschen Pech gehabt, aber ich denke, das 3:1 ist trotzdem noch in Ordnung. Jetzt ist es ja Meckern auf sehr hohem Niveau. Ihr habt jetzt das 6. Spiel in Folge gewonnen. Jetzt geht es für euch am Donnerstag weiter gegen den Bonner SC. Was kann man von euch erwarten? Was wir erwarten können, ist, dass wir, wie gesagt, immer 100% geben. Wir wollen jedes Spiel gewinnen. Das wird Donnerstag genauso sein. Und ja, am Ende werden wir gucken, was dabei rauskommt. Aber was ich garantieren kann, ist, dass wir auf jeden Fall 100% geben werden wie jedes Spiel. Und dann, ja, gucken wir, was am Ende rauskommt, wie gesagt. Dankeschön. Simon Engelmann, Torschütze des 2:1. Hat das euch dann die nötige Sicherheit gebracht heute? Ja, ich glaube, es war wichtig, heute hier in Führung zu gehen. Die Gegner hat uns heute sehr schwer gemacht. Die waren sehr zweikampfstark, sehr aggressiv, haben viele lange Bälle gespielt und wir haben uns da in der ersten Halbzeit ein bisschen angepasst, sind nicht so ins Spiel gekommen. Es war wichtig, dass wir noch das 1:1 vor der Halbzeit machen. Ich glaube, in der zweiten Halbzeit hatten wir ein bisschen mehr Kontrolle über das Spiel, haben uns auch einige Chancen herausgespielt und dann, glaube ich, mit der Führung haben wir souverän nach Hause gespielt dann am Ende.
Ihr hattet einige Chancen, die ihr nicht verwerten konntet. Und dann kam quasi dein Tor aus dem Nichts. Wie kommt das bei euch zustande? Es passiert euch öfter, dass ihr einfach so aus dem Nichts dann das Tor macht. Ja, ich glaube, vorher hatte ich schon eine Riesenchance. Ich glaube, da waren wir besser im Spiel. Es hat sich schon so ein bisschen abgezeichnet eigentlich. Natürlich nach dem Standard, dann treffe ich den auch ganz gut. Dann geht er oben rein. Das war ein bisschen glücklich vielleicht, aber ich glaube, danach haben wir es dann ganz klug gespielt. Es ist jetzt euer 6. Sieg in Folge. Ihr seid im Jahr 2017 immer noch ungeschlagen. Ihr konntet alle Pflichtspiele gewinnen. Wie geht es jetzt für euch weiter gegen Bonn? Wie stellt ihr euch darauf ein? Ja, wir wollen das natürlich weiter so machen. Wir haben 6 Spiele, 6 Siege. Wir wollen jetzt da weitermachen, so viele Punkte wie möglich noch sammeln. Ich glaube, im Moment sieht man das auch, dass wir solche Spiele dann immer noch gewinnen, die ein bisschen enger sind. Und daran wollen wir anknüpfen und dann mal gucken, wo es hingeht. Ja, damit herzlich willkommen zur Pressekonferenz nach der Partie Rot-Weiß-Oberhausen gegen den SC Wiedenbrück, die vor 1593 Zuschauern 3:1 endete. Ich begrüße beide Trainer, zu meiner Linken und zu meiner Rechten, und bitte den Gast fürs erste Wort. Ja, wir sind gut reingekommen ins Spiel. Wir hatten schon eine gute Möglichkeit, der Torwart noch gehalten hat, Schuss von Leckesitz. Wurde zur Ecke geklärt, dann gehen wir an zu einer Führung nach der Ecke. Das Tor hat uns Sicherheit gegeben, was wir nicht gut hinbekommen haben. Wir haben phasenweise den Ball nicht kontrollieren können, haben dann zu viel mit langen Bällen gearbeitet. Jeder Kopfball war natürlich im vorderen Bereich beim Gegner und dadurch konnten wir wenig Entlastung aufbauen. Ja. Es darf natürlich nicht sein, wie der Ausgleich gefallen ist, dass wir quasi einen Ballverlust, generisch einen leichten Ballverlust hatten, wo dann das Umschaltspiel war von Oberhausen mit viel Tempo und so der Ausgleich gefallen ist. Zweite Halbzeit hat das Spiel so gesehen, dass Oberhausen den Druck noch erhöht hat, war spielbestimmt. Wir haben keine Belastung mehr hinbekommen, so war es der Frage der Zeit, wann das 2:1 fällt. Mit dem Schluss lief dann die endgültige Entscheidung zum 3:1. Letztendlich hat Oberhausen nach meiner Meinung eine sehr gute Mannschaft, gerade im Offensivbereich, viele Optionen, viele Möglichkeiten. Wir sind immer torgefährlich und spielen eine erstklassige Runde. Ganz nach oben ist es auch nicht mehr weit, sage ich mal. Und letztendlich müssen wir es dann akzeptieren aufgrund der zweiten Hälfte, dass wir hier nichts mit nach Hause nehmen. Ich wünsche der RBO und meinem Kollegen natürlich alles Gute für die Zukunft. Danke. Vielen Dank für diese Worte, Mike. Deine Einschätzung zum Spiel? Ja, erstmal bin ich natürlich sehr, sehr zufrieden. Wir wollten den 6. Sieg in Folge haben. Gerade zu Hause ist es wichtig, dass wir unsere Spiele gewinnen. Das haben wir gemacht. Ich denke, dass der Trainer von Wiedenbrück die Mannschaft sehr, sehr gut eingestellt hat. Wir haben uns am Anfang richtig schwer getan. Sind, glaube ich, wach geworden durch die Standards, wo wir einzeln in Führung gegangen sind. Aber ich denke, dass dann meine Mannschaft dann auch an sich geglaubt hat, sehr stärker, dass wir gut wiedergekommen sind und dass wir dann halt auch spielbestimmt waren. Auch immer frech nach vorne gespielt haben, das ist mir halt unheimlich wichtig. Und deswegen bin ich auch sehr, sehr glücklich. Man muss aber auch sagen, wir haben heute auch ein bisschen umgestellt. Wir hatten den Innenverteidiger, einen jungen Mann. Wir waren am Anfang noch ein bisschen nervös, das hat man dann halt gemerkt. Aber ich denke, gerade auch zweite Halbzeit ist ja halt gut wiedergekommen nach der Halbzeit, hat für mich richtig gut gespielt. Und da bin ich natürlich zufrieden. Auch vorne haben wir halt ein bisschen gewechselt, wollte halt nochmal frischen Wind bringen. Ne, weil ich denke halt auch, dass unser Kader breit und stark genug ist und auch gerade auf die nächsten Wochen wollte ich einfach mal wieder was anderes ausprobieren. Hat am Anfang nicht so gut geklappt, aber ich denke, nachher haben sie das gut umgesetzt und ja, bin natürlich zufrieden und mehr gibt es eigentlich nicht zu sagen. Gibt es Fragen an die beiden Trainer? Das ist nicht der Fall. Dann habe ich noch die Endergebnisse von den restlichen Partien des 28. Spieltags für Sie. Sprockhövel unterliegt der Gladbach U23 1:3. Wattenscheid gewinnt 3:0 gegen Bonn. Verl unterliegt gegen Aalen 0:2. Alemannia Aachen gewinnt gegen Rödinghausen 3:1. Dortmund U23 trennt sich unentschieden 1:1 von Rot-Weiß Essen. Der 1. FC Köln U23 gewinnt 2:0 gegen Viktoria Köln. Und die Sportfreunde Siegen fahren einen Sieg ein, 1:0 gegen Wuppertal. Wir sehen uns dann hier im Stadion Niederrhein am 19. April wieder. Das Nachholspiel nach Russland gegen Borussia Dortmund U23, dann Anstoß 19.30 Uhr. In Gessen eine gute Heimfahrt und Ihnen noch ein schönes Wochenende.
das war es auch schon wieder mit RWO TV. Es hat funktioniert. Der 6. Sieg in Folge ist eingefahren. Tja, wann gab es das zuletzt? Weiter geht's jetzt für unsere Jungs gegen den Bonner SC am grünen Donnerstag. Anstoß ist um 19.30 Uhr im Sportpark Nord. Ich freue mich auf euch.